Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Masterbilder zusammen mit German Display. Hallo. Mit dem Wort Friedhof. Als ob. Okay. Och, das ist aber traurig. In Masterbilders beantworten wir immer Zuschauerfragen. Heißt, Fragen von euch, die ihr in den Kommentaren jederzeit mit Hashtag Frage stellen könnt. Oh, das hat aber schön gesagt. Heute werden wir aber erstmal auf etwas eingehen, was dem letzten auf meinem Kanal passiert ist. Nämlich mein Pizza-Vlog. Ich habe Pizza gemacht. Und da waren sehr viele ungeklärte Fragen, auf die ich erstmal eingehen will. Manu hat bestimmt eine Sache, die er fragen will. Ey, ich guck dein Video, ne? Und könnt dir eine in dein Gesicht spucken, weil du einfach nicht darauf eingehst, was du da am Anfang in deinen Teig einmassiert hast. Ja, woher soll ich das wissen? Ich habe das ja erst im Schnitt. Ich habe das ja erst im Schnitt bemerkt. Ja, das habe ich befürchtet, als ich es gesehen habe. Ja, okay, Manu, stell dir vor, du würdest es erst im Schnitt bemerken. Wie würdest du reagieren, nachdem du es gegessen hast? Finger im Hals. Echt? Nein. Aber ich würde mich halt, also ich glaube, ich würde mich mega ekeln. Echt? Okay. Ja. Ja, die Sache ist, ich weiß nicht, was es ist. Bis heute nicht sicher. Ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, weil Manu hat mich gestern schon angesprochen drauf. Das war das erste, was er mir gegenüber erwähnt hat, nachdem er anscheinend dieses Video gesehen hat. Ja. Und ja, die Sache ist, es kann zwei Sachen sein. Du hast ja gesehen, der Ofen war sehr dreckig davor. Ja. Und es war ja einfach nur so verbrannte Kohle, die quasi übrig geblieben ist, oder halt Kohlenstoff verbrannter. Das habe ich davor sauber gemacht, bevor ich den Teig gemacht habe. Heißt, vielleicht so ein verbranntes Stück könnte darüber gekommen sein. Oder die andere Möglichkeit, auf die Manu mich hingewiesen hat, ist natürlich, vielleicht ist halt da ein Insekt reingegangen und in meinem Teig gestorben. Aber dafür warst du perfekt rund, Manu. Oder? Ja, hättest du eine 4K-Kamera, dann würde man das gut erkennen. Ja, das ist alles mit meinem Handy aufgenommen. Warum hat das denn keine 4K-Kamera? Weiß ich nicht. Soll ich ein Placement besorgen? Wenn du mir ein Placement für eine 4K-Kamera besorgen kannst, dann gerne. Nein, für ein gutes Handy. Ja gut, aber selbst wenn ich ein Handy hätte, das 4K aufnehmen würde, würde ich mit dem nicht 4K aufnehmen, weil dann natürlich das Bildrauschen viel höher wird bei meiner schlechten Beleuchtung. Man, soll ich dir auch noch ein Lichtplacement holen? Lichtplacement. Ja. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, was das war. Ich hab's gegessen. Fühlst du dich jetzt krank? Nein, ich fühle mich ganz normal. Also ich find's auch jetzt nicht so ultra eklig, weil was soll das schon gewesen sein, Manu? Was soll das schon im schlimmsten Fall gewesen sein? Eine Ratte. Eine Ratte? Das war aber deine Mini-Ratte. Ja, kann doch sein. So, die andere Sache, die ich sehr häufig in den Kommentaren gelesen habe, war: Maudado, deine Haare waren ja braun, gar nicht blond. Die waren blond. Ich habe dunkelblonde Haare. Es gibt nicht nur so ultra helles Blond. Okay, so. Warum hast du die Leute da angelogen? Ich weiß ganz genau, dass du richtig braune Haare hast. Das weiß er gar nicht. Du hast sogar meine Haare. Mein Gott. Du hast sogar. Ach, Mann. Er hat sogar gesehen, Leute. Er weiß, dass ich blond bin. Aber ja, es ist ein dunkles Blond. Es ist kein sonderlich helles Blond. Maudado ist eine kleine Blondine. Problem. Ja. Hast du wieder Stress? Und ganz viele haben gemeint, ich soll Oregano in meine Pizzasoße machen. Ich weiß, dass man das machen kann, habe ich aber nicht gemacht, Leute. Ich darf meine Pizzasoße so machen, wie ich will. Weißt du, was ich gerade krass finde? Ja. Du sagst das richtig. Mann! Hä, hey, wieso der Mann? Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der das Wort richtig sagt. Ich wette, das war nicht richtig, Manu. Nein, das war richtig. Sicher? Oregano sage ich, ja. Oregano sage ich und das ist falsch. Habe ich gerade Oregano gesagt? Genau, und das ist richtig. Als ob. Okay, ja, Leute. Du kannst die deutsche Sprache, ich bin einfach nur begeistert. Das eine Wort. Das eine deutsche Wort, was ich kann. Ist es überhaupt ein deutsches Wort? Weiß ich doch nicht. Okay. Mann. Ich glaube, es war noch irgendwas. Ach, was genau. Denn? Warum, Maudado, warum hast du immer wieder denselben Pullover in deinen Vlogs an? Es war nicht immer derselbe, aber irgendwann ist mir das aufgefallen. Das ist mir zweimal oder so passiert. Und dann habe ich mir gedacht, jo, mache ich einfach weiter so, weil dann wird einfach meine Kleidung nicht geleakt. Weil beim meinem Abo-Special habe ich mir gedacht, oh Gottes Willen, jetzt haben die mein Outfit gesehen und ich habe echt nicht so viele verschiedene Kleidung. Und deswegen leake ich halt nur ein Outfit von mir. Ja, das hatte ich dir auch schon erzählt, das war ja auch der Grund oder die Ursache, weswegen ich diesen blau-schwarz gestreiften Hoodie als Markenzeichen habe. Weil ich mir das auch damals 2010 dachte, so nach ein paar Real-Life-Videos, okay, also mit Maske, da sollte man vielleicht mal ein bisschen drauf achten und immer dasselbe anziehen. Und das war dann eben dieser coole Hoodie. Ja,
Und ich mag ihn. Das ist auch, glaube ich, mein Lieblingspullover. Meinst du jetzt deinen oder meinst du meinen? natürlich deinen. Ich meine, den mag ich echt gerne. Und der ist auch nicht so warm im Sommer und generell haben alle geschrieben, hey, trägt Pulli im Sommer. Ich bin da nicht mehr so ultra empfindlich wie früher. Einzige Enttäuschung. So. Oh, das war's? Oh, nee. Ein Friedhof. Ja. Oh, hier wird... Oh nein. Ja, das sind Villager und... Oh, da wird gerade einer beerdigt. Alter, ist das traurig. Aber da wird doch ein Sarg reingelegt und kein Totenkopf. Oder wurde ausgegraben? Na, vielleicht haben wir keinen Sarg. Einfach kein Geld dafür. Also, erste Frage von Duiran. Stören euch als eure Lungen Hore? Hore? Haare. Meine sind nicht mehr so lang. Ich habe sie jetzt immer auf Schulterhöhe und da muss ich sagen, haben sie die perfekte Länge und stören mich nie. Beim Essen. Ja, auf, ja. Kinn, auf Kinnhöhe, nicht auf Schulterhöhe habe ich es. Auf Kinnhöhe habe ich es. Beim Essen ja. Beim Essen. Schmierst du denn als dein Essen in die Haare rein? Ja, klar. Okay, alles klar. Wenn ich einmal Tomatensauce esse, ist mein ganzer Kopf voll und alles. Nee, das Problem habe ich tatsächlich nicht. Oh, und dann die Haare dann auch noch einmal abschlürfen. Das mache ich. Das ist echt lecker. Würdet ihr behaupten, dass euer Humor sich die Jahre stark verändert hat? Ich würde sagen, bei mir ja. Oh. Z? Also der Kern ist noch da, aber ja, hat sich schon ein bisschen verändert, das stimmt. Ja, ich würde genau dasselbe sagen, im Prinzip schon, aber mittlerweile lache ich gefühlt. Ja, guck, das ist Z auf dem Grab, ist wohl Zombie. Oh. Ja. Ach so, ich habe den gut gegeben, du hast die beste Bewertung bisher. Ah, danke. Im Prinzip bei mir auch gleich. Ich mag immer noch, ich lache eigentlich ja über alles, vor allem über Situationskomik. Ich lache alles an Stellen, wo halt niemand anderes lacht, das ist sehr peinlich. Aber mittlerweile lache ich auch über sehr viel Cringe. Cringe ist einfach unendlich lustig anscheinend in meinem Kopf. Und deswegen lache ich jetzt quasi über alles. Ich finde super unangenehm, Cringe. Super unangenehm. Ja, das habe ich gemerkt. Was bauen die denn hier alle? Warte, woran hast du das gemerkt? Ich habe Manu mal einen Streamer geguckt, den ich ultra lustig finde. So, ja. Und Manu hat es halt gar nicht verstanden, weil das war halt auf dieser Ebene. Oh Mann. Hey, warum kann ich das nicht bewerten, was hier gebaut wurde? Das ist sehr komisch. Das ist ja wirklich sehr komisch. Ach so, gut. Ist super. Nee, besser. Hat nicht mehr gereicht von der Zeit. Aber mit einem Gut habe ich dich schon überdurchschnittlich bewertet. Überdurchschnittlich, das war perfekt. Ja, hier würde ich nicht mal erkennen, dass es ein Friedhof ist. Ja, das ist irgendwie ein Problem, aber schön groß. Ja, kriegt einen Grauen voll. Oh, würdet ihr ins Altersheim gehen, wenn ihr alt dafür wärt? Genug dafür wärt? Nee. Nö. Ich muss sagen, absolut keine Gesellschaft will. Also. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich war ja noch nie in Altersheim selbst. Ich habe nur meine Uroma damals ein paar Mal dort besucht. Ja. Aber es ist schon irgendwie traurig, oder? Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht traurig, die Vorstellung, weil... Du hast dann da, also jetzt in der optimalen Situation, kostet dann wahrscheinlich auch mehr Geld, aber du hast dann da ja Aktivitäten, du triffst die ganze Zeit Leute in deinem Alter. Aber ich bin ja gar kein Mensch, der das will. Ja genau, ich ja auch nicht. Aber das Einzige, was wirklich richtig schlimm ist wahrscheinlich, ist der Fakt, dass die ganze Zeit die Leute wegsterben. Ich bin über dir. Ja, meins war auch echt nicht gut umgesetzt. Weißt du, du freundest dich ja mit irgendwem anderen, stirbt der und du denkst dir halt auch die ganze Zeit so, du bist vielleicht der Nächste. Ich meine, es im Prinzip stimmt schon, Altenheim ist ja auch null was Schlimmes oder Schlechtes, aber ich weiß nicht, ich finde das ultra komisch. Ich glaube, es gibt schon grausame, aber es wird auch richtig, richtig coole geben. Ja, das kommt halt wahrscheinlich immer aufs Altenheim an. Okay, ich werde jetzt eine Taktik machen, dass Manu mich mal wieder gut bewertet. Brauchst du mich? Ja. Was denn? Ich freue mich so darüber, was ich bauen werde, aber es ist wahrscheinlich dadurch, dass ich gerade mich einfach nur so sehr freue, richtig, richtig schlecht. Hier eine Frage, mit der wir endlich mal aufräumen können. Mit der wir schon sehr häufig aufgeräumt haben, aber ihr fragt ihr immer wieder. Weshalb habt ihr mit TTT aufgehört und warum kommt es wieder? Wann kommt es wieder? Also, soll ich da jetzt, Ich kann ja einfach knallhart sagen, TTT haben wir so viel gespielt, bis wir keinen Bock mehr drauf hatten. Und ich denke nicht, dass TTT mal wieder kommt, es gibt mittlerweile genügend andere Trader-Games, die könnte man höchstens mal ausprobieren. Also, das wird dir zwar nicht gefallen, aber ich habe mega Bock drauf. Okay, Leute. Aber... Es macht halt einfach in vielerlei Hinsicht keinen Sinn. Also ich habe auch einfach keine Lust darauf, immer fünf andere Leute zu koordinieren und dann da zusammenzufinden. Also es ist einfach
absolut nervig. Ja, okay, also Leute. Manu hat Bock drauf, aber auch nicht wirklich. Ich hätte auf andere Trader-Games, von denen es mittlerweile sehr viele gibt, durchaus Bock. Okay, was denn? Minecraft? Among Us zum Beispiel, das ist ganz lustig, ist auch klein. Und es gab, glaube ich, auch noch ganz viele andere. Können wir ja mal gucken. Hier ist nichts versprochen, nee. Leute. Glaubt ihr an Monster? Nö. Monster? Was ist das denn für eine Frage? Ich weiß es nicht. Ich hab die mal reingenommen. Vielleicht glaubst du ja an irgendein Monster. Das wäre ein guter... Ja, ein Spaghetti-Monster. Spaghetti-Monster? Nein, du hättest jetzt fragen können, glaubt ihr an Magie oder so? Das wäre ja noch... Das würde ja noch in die Richtung gehen. Ja, wenn du an Magie glaubst, dann glaubst du ja auch vielleicht an Monster. Okay, ja, ja, das meine ich ja. Das deckt das ja ab. Nee, gar nicht. Achso, ich denke mal, mit Monster ist sowas gemeint. So irgendein unbekanntes Tier in der Welt, was wahrscheinlich... stärker ist als Monster. Es gibt ja auf jeden Fall unbekannte Arten für die Menschen. Ja, im Meer vor allem. Genau, aber... gibt es Tausende. Was dann quasi eine Bedrohung für die Menschheit ist oder so, nehme ich mal an. Das ist eher so gemeint. Das glaube ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also gute Frage. Aber mal wieder. Okay, ja. Nächste Frage. Was haltet ihr von Ananas auf Pizza? Ich hasse Ananas, hey. Keine Ahnung, habe ich nie probiert. Werde ich wahrscheinlich auch nie, weil das ja Pizza Hawaii ist und die ist hier nicht vegetarisch. Aber, Raclette mit Ananas esse ich als gern. Ach, mit Mais. Echt? Ja. Ja, mit den Jahren habe ich immer mehr eine Abneigung gegen Mais entdeckt. Ja, ich finde Mais auch nicht mehr so mega geil wie früher, aber Mais ist schon immer noch gut. Nee, kann ich nicht mehr sehen. Als ob. Nicht mal so ein Maiskolben gegrillt? Nie gegessen. Ach so, ja, wie eben, Statement dazu, dass du jetzt kein Veganer mehr bist, wegen der Sache mit der Fliege, weil du die ja gegessen hast. Ganz vergessen, da nochmal Salz in die Wunde reinzudrücken. Erstens, wir wissen ja nicht, ob es eine Fliege war. In meiner Meinung war es eine. Und zweitens, wenn das wirklich eine Fliege war, die in meinen Teig reingeflogen ist, dann war die, dann habe ich, weiß nicht, habe ich die dann umgebracht oder hat die sich selbst umgebracht? Nö. Ich meine, ums Essen an sich geht's ja gar nicht. Es ist ja dann der Grund, dass ich quasi für den Tod verantwortlich bin. Bin ich verantwortlich für den Tod? Ja, weil du sie reingeknetet hast. Ja, gut, also ist eigentlich das Verbrechen beim Kneten entstanden. Richtig. Ja, gut, ja, es tut mir leid, Fliege, wenn du das warst, aber auch ein bisschen selber schuld. Nee, das verstehe ich jetzt nicht, warum die jetzt da schuld sein soll. Stimmt, ich habe ihr natürliches Habitat verändert. Ja, richtig. Und dann ist sie an der Verwirrung daran gestorben. Ja, stimmt schon. Ey, immerhin siehst du es ein. Das ist doch schön. Aber wie kriege ich jetzt noch Haare hin? Okay. Oh, was? Aquarium. Ach so. Aber da ist kein Tier drin. Kein Tier. Das geht wahrscheinlich nicht. Ja, hey, dann kann er ja eins selbst bauen. Schlecht. Ja. Da sind nicht mal komplett Scheiben drin, Alter. Oh, Gottes Willen. Alles klar, Maudado. Oh, der, Alter, der ist nicht von mir, der ist viel zu legendär. Gut. Der ist viel zu gut. Ja, kriegt legendär. Wir werden nichts Besseres sehen in der also Runde. Der ist wirklich richtig, richtig krass. Ja. Gut gebaut. Schimmelband. Schimmel. Guck, da sind auch Fische drin. Ja, okay, kriegt ihn okay. Welche Nintendo-Spiele habt ihr schon gespielt und Nintendo-Switch-Spiele und könnt ihr empfehlen? Ja, eigentlich alle Nintendo-Spiele auf der Switch. Breath of the Wild, Splatoon 2, außer ihr habt Splatoon 1 schon durchgesüchtet. Dann natürlich Mario Odyssey, alle Pokémon, Animal Crossing. Ja, Manu! Ich bin Hund! Komm, legendär! Danke. Oh mein Gott, Alter. Das habe ich nur für Manu gebaut. Ich bin dein Hund. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen kannst? Ja, Cadence of Hyrule heißt das so. Das habe ich durchgesuchtet und das hat einfach mega Spaß gemacht. Das von den Crypt of the Necrodancer machen? Genau, ja. Ah ja. Dann Breath of the Wild. Ja, habe ich schon gesagt. Für mich jetzt, ja, oder okay. Nicht? Mario. Ja, habe ich schon gesagt. Odyssey. Odyssey, genau. Mario Maker 2. Das Manu mit Plumpi. Ich habe das Gefühl. Oh! Er ist doch besser geworden, als ich dann dachte. Ja, schon ist doch schön. Gut. Ist gut. Jetzt schreibt einer Puffy! Das ist Klumpi. Kein Haustier! Ja, genau, Alter. Bist du das mit Edgar? Bist du das mit Edgar? Yo, das ist der Edgar! Okay, krieg ich ihn legendär. Ist mir egal, krieg ich ihn aber legendär. Oh, ist richtig gut umgesetzt mit diesem kleinen Minecraft-Schweinehund. Yo, win. Manu,
Oh, warum, ach, wie cool. Da bist ja wieder du. Da gebe ich schon wieder legendär. Als ob ich jetzt die mit so einem... Die haben es verstanden, die müssen dich bauen. Wie geil ist das denn? Die haben es alle verstanden. Leute, ist mega cool. Was ist das? Meerschweinchen. Wollte ich auch gerade sagen. Richtig krass. Alter, 91 Punkte. 91, so viel habe ich noch nie gesehen. Verdient aber auch, wirklich. Snipperclips fand ich cool. Oh, stimmt, das habe ich auch gebracht. Snipperclips ist richtig cool. Ja. Vor allem mit anderen. Also, es ist ein perfektes Koop-Spiel. Grandia und Undertale habe ich ja durchgespielt. Erst auf der Switch? Was? Ja. Okay. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Manu vorbei für mehr Master Builders. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.